ist Hundeversteher und Hundesportler. Lukas Pratschka, bekannt aus das Supertalent 2013. Er befasst sich intensiv mit Hundetraining und hat mit seinen Hunden schon mehrere Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien erzielt. Er kennt die Probleme und hat die passende Lösung dafür. Unterstützt wird er dabei von seinen Hunden Falco, Choke und Turner. Grundsätzlich ist das was ganz Natürliches, wenn ein Hund einen Besucher anspringt, weil der Hund das als Welpe schon bei seiner Mutter genauso gemacht hat und quasi gelernt hat. Trotzdem finden wir als Menschen das Ganze ein bisschen unangenehm, vielleicht nervt es auch den einen oder anderen Besucher, wenn er zu uns nach Hause kommt. Und genau deshalb bin ich heute bei der Christel, die mir das Ganze mit ihrem kleinen Labrador-Rüden zeigt und ich schaue, ob ich den beiden helfen kann. Also, was ist euer Problem? Ja, unser Problem ist, dass jeder Besucher angesprungen wird. Okay, normalerweise macht er das noch stärker als bei mir wahrscheinlich. Ja, umso besser die Leute kennt, umso größer ist die Freude und umso wilder und aufgeregter ist. Okay, gut. Werden wir uns das gleich mal ein bisschen anschauen. Er möchte etwas haben, wenn er uns anspringt, das heißt zum Beispiel Aufmerksamkeit. Und da kann man ganz gut schön dagegen arbeiten, indem man den Hund ignoriert. Also wir werden das gleich ausprobieren. Wenn ich nochmal reinkomme, werde ich versuchen, ihn komplett zu ignorieren. Und das ist das, was die wenigsten schaffen, weil oft dreht man sich so ein bisschen weg oder nur so eine kleine Reaktion nach hinten. Reicht dem Hund schon, dass er eigentlich mitbekommen hat, hey, ich wurde registriert, ich wurde wahrgenommen und springt noch mehr, weil er sich dann natürlich noch mehr freut. Einfach wieder direkt auf ihn zugehen. Ich schaue ihn dabei aber nicht mal wirklich an, sondern ich suche mir wirklich meinen Punkt, weil wenn du auf ihn schaust, gibst du ihm eigentlich das Signal, du kümmerst dich jetzt um ihn. Wenn der Hund jetzt nach dem Anspringen wieder am Boden ist, kann man ihm natürlich wieder ruhige Aufmerksamkeit entgegenbringen. Zusätzlich kann man das Training auch so gestalten, dass ich versuche, den Hund mit Spielzeug oder Leckereien ganz gemein nach oben zu mir zu locken, ihm aber erst dann einen Erfolg verschaffe, wenn er nicht mehr springt. Man wartet also wirklich, bis der Hund wieder am Boden ist und gibt ihm dann das, was er wollte, egal ob das Aufmerksamkeit, Futter oder Spielzeug ist. Ganz wichtig nochmal zusammengefasst, wenn er was falsch macht, ignoriere es. Schau, dass du ein Alternativverhalten aufbaust, wo er dann das nachher bekommt, was er gerne hätte, also in unserem Fall Aufmerksamkeit. Wenn du das wirklich ganz konsequent so durchziehst und wirklich Besucher vorher richtig impfst, wie sie das tun sollen, funktioniert es eh ziemlich schnell, wie man sieht. Und ich glaube, das ist für euch kein Problem. Und ich wünsche euch einfach noch viel Spaß beim Training.